was bist. So, einen recht schönen guten Morgen. Ich bin heute auf dem Betrieb Strothmann mit einem der besten Kälteexperten, die wir in Deutschland haben, Klaus Kehler von der Firma Spreco. Ja, Klaus, schön, dass wir uns wieder sehen. Klaus, ich habe von der Studie gehört, die sehr interessant war. Um was ging es da bei deiner Studie? Ja, wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass oftmals Konzentrationsschwankungen bei Kälber zu Prügelfällen führen und dass sie im direkten Zusammenhang stehen. Und wir haben in Zusammenarbeit mit Tierärzten 150 Betriebe in der Praxis Milch gezogen, also Milch mitgenommen und gemessen, wie hoch ist die Konzentration, wie weit ist die Konzentration, und haben das eben ausgewertet. Und was kam dabei raus? Dass 30% der Betriebe weit neben dem liegen, was sie tatsächlich füttern wollen. Nochmal 30% sind so zwischen 5% und 10% neben ihrer Zielkonzentration, und nur 30% sind insgesamt tatsächlich 5% und kleiner an ihrer Zielkonzentration dran. Wo liegen die Gründe, dass man diese hohe Abweichung hat? Da die Tierzahlen ständig wechseln bei den Betrieben, Tiere werden wieder verkauft, neue Tiere kommen rein, ist die Menge an Milch, die pro Tag angerührt wird, schon ständig schwankend. Wenn dann noch Milchpulver über Volumen zudosiert wird, das heißt mit einem Litermaß einfach, ist es sehr schwer, jeden Tag dieselbe und gute Konzentration zu bekommen. Klaus, wir haben gehört von deinen Ausführungen, dass es ein echtes Problem draußen ist, die Genauigkeit auf den Betrieben. Was rätst du den Landwirten draußen, in Zukunft genauer zu arbeiten? Was sind deine Empfehlungen? Die Empfehlungen unsererseits sind tatsächlich, mit einem Refraktometer hier und da einfach die Konzentration einmal nachzumessen, nachzuhalten und zu sehen, wie weit bin ich tatsächlich an meiner Konzentration, die ich haben möchte. Tatsächlich auch Automaten öfter zu kalibrieren. Natürlich spielen Temperaturen, andere Einflüsse auch immer eine Rolle mit, aber reinweg auf Konzentration wirklich nachmessen, vorher drüber sprechen mit dem Berater, welche Konzentration strebe ich an. Und die auch tatsächlich versuchen nachzuhalten und so genau wie möglich daran zu kommen. Super Tipp, Klaus. Vielen Dank. Demnächst mehr von ihm in unserer Kellerrunde. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Klaus, mit diesem Instrument, mit diesem optischen Refraktometer hast du gearbeitet. Erkläre gerade mal bitte eigentlich den Zuschauern, wie das Ganze funktioniert und wie es vor allen Dingen auch zu handhaben ist und welche Aussagen wir ableiten daraus. Ja, die Refraktometer werden die meisten Landwirte kennen. Hier ist ein optisches Refraktometer, was ich gegen eine Lichtquelle halte, was hier vorne das Licht bricht. Es wird einfach ein Tropfen auf diese Skala gegeben. Es wird zugemacht und wenn ich dann gegen eine Lichtquelle halte, zeigt sich ein Horizont auf einer Blitzskala. Hier jetzt liegen wir genau bei 125 Gramm. Und das ist auch meine Empfehlung, wirklich 125 Gramm ist fürs Kalb am einfachsten und am schönsten zu verdauen. Deswegen geht unsere Empfehlung dahin. Empfehlungen im Winter 160 oder mehr zu füttern, sind wir von runter und gehen eigentlich wieder zurück. Dann die Literzahl zu erhöhen, eher mehr Liter zu geben, um dieselbe Trockensubstanz ins Kalb zu bekommen. Tolle Tipps, Klaus. Vielen Dank. Demnächst mehr auf kälberblogger.de. Vielen Dank. Tschüss. Ja, hallo, ich stehe hier zusammen mit Klaus Kehler, Kälberexperte von Spreco. Klaus, die 28-Tage-Regelung für Kälber ist im Moment in allem Munde. Die bundesweit ist leider gekippt worden, das heißt, es wird im 1. Januar kommen. Was rätst du den Landwirten in der momentanen Situation? Wir haben bei uns von Spreco aus eine Vollkostenrechnung aufgestellt und haben gesagt, was kostet dem Landwirt die Kälberaufzucht in den ersten Tagen. Und wenn die jetzt bis 28 Tage gehalten werden müssen, habe ich natürlich den Löwenanteil der Kosten schon auf dem Milchviehbetrieb. Ob die Verkaufswerte dementsprechend mit ansteigen werden, ist noch fraglich. Deswegen empfehlen wir den Landwirt, setzt verstärkt Mastrassen ein, macht diese Mastrassen tatsächlich die komplette Milchphase auf den Betrieben, um die höchste Wertschöpfung tatsächlich auch von dem Betrieb, also für den einzelnen Betrieb zu holen. Klare Aussage. Vielen Dank. Demnächst mehr von dir. Gerne. Vom Kälberblogger. Danke. Alles Gute. Ciao.